Linsenaufstrich mit Olivenöl und Knoblauch. Die unterschiedlichsten Linsengerichte stellt Familie Krämer auf Instagram, denn die Hülsenfrüchte liegen bei den Verbrauchern im Trend. Doch der Anbau ist für Seniorbauer Andreas Krämer eine Herausforderung. Linsen brauchen Wärme und immer mindestens eine Stützfrucht, wie zum Beispiel Hafer oder Leindotter. Das Saatgut ist teuer, das Ertragsrisiko hoch. Also bestellt Andreas Krämer vorsichtshalber nur kleine Teilflächen mit verschiedenen Linsensorten. Die Linse mag kalkhaltigen, mageren Boden, fein krümelig, nicht verdichtet. Alles passt bei der Saat Ende April, auch das Wetter. Los geht's. Für seinen 12 Hektar Nebenerwerbsbetrieb setzt der pensionierte Postbeamte nicht mehr auf herkömmliche Kulturen und hohe Erträge. Mit alten, aber leichten Maschinen behandelt er den Boden möglichst schonend und chemiefrei. Er hat ein Leben lang konventionell gewirtschaftet. Für seinen landwirtschaftsbegeisterten Enkel Fabian setzt er jetzt auf Bio- und Nischenprodukte. Letztes Jahr, 2020, war es trocken und warm, ideal für die Linsen. Da haben die Krämers 400 Kilo je Hektar gedroschen. Aber 2021 ist alles anders. Die Mischkultur aus Linsen, Hafer und Leindotter will einfach nicht dreschreif werden. Der August zieht sich hin. Das Problem war, dass es einfach zu nass und zu kalt, immer zum falschen Zeitpunkt, das falsche Wetter, ne? Für die Linsen. Ne? Das hätte praktisch ein bisschen Wärme gebraucht und Feuchten, wenn sie zum Blühen ist. Und das war jetzt einfach nicht da. Ne? Jetzt hoffen wir trotzdem erstmal ein bisschen was dreschen, weil für irgendwas müssen wir ja Leben haben. Ne? Denn seine Pension will Andreas Krämer eigentlich nicht für seinen Traum von Biolinsen opfern. Ende August startet er die Ernte. Aber die drei Früchte, Linsen, Hafer und Leindotter, haben sich zu ungleich entwickelt und sind viel zu feucht. Zudem liegen viele Linsen am Boden und sind nur schwer vom Mähdrescher zu erfassen. Andreas Krämer ist ratlos. Alles läuft viel schlechter als im Jahr zuvor. Im Mähdreschertank sind zu viele grüne, unausgedroschene Früchte. Viele Linsen stecken noch in ihren Hülsen. Ein Problem? Hierzulande fehlt es an Erfahrung mit dem Linsenanbau. Das Positive, die Hülsenfrüchte holen Stickstoff aus der Luft und geben ihn an den Boden ab, brauchen also keinen Dünger. Und sie vertragen Trockenstress. Aber nach diesem feuchten Sommer erntet Familie Krämer nur halb so viel wie im Jahr zuvor. Nächstes Problem, die Mischfruchternte muss gründlich gereinigt werden. Dazu bringen die Krämers eine Ernteprobe zu Biolandwirt Peter Heller nach Marktrodach. Er reinigt Sämereien für Kunden in ganz Deutschland. Das kostet pro Kilogramm 30 Cent bis zu über einem Euro, je nach Aufwand. Also Linsen will man so mit 99,9 bis 99,99% Reinheit, sprich auf 5 Kilo sollten nicht mehr als ein, zwei Saaten, Fremdsaaten drin sein. Und das ist schon extrem anspruchsvoll. Die Krämers brauchen Linsen in Lebensmittelqualität, weil sie direkt an Kunden verkaufen. Und da soll ja keiner auf ein Steinchen beißen. Oder Haferkörner oder Leindotter. Wenn sie heuer überhaupt etwas vermarkten wollen, müssen sie eine Stange Geld für die aufwendige Reinigung investieren. Da sind mehrere Schritte nötig. Peter Heller muss seine Arbeitszeit und die Technik fürs Reinigen berechnen. Andreas Krämer ist hin und her gerissen. Teuer reinigen lassen oder die Linsen als Viehfutter abschreiben. Eine schwere Entscheidung. Er lässt sie reinigen. Schließlich hat er Kunden, die er bedienen will. Anfang September. Andreas Krämer startet einen zweiten Ernteversuch. Endlich besseres Wetter. Er hat das Linsengemenge auf Schwart gemäht und gewendet. Und jetzt? Familienrat auf dem Acker. Schwiegertochter Isabel ist hauptberuflich Köchin und macht gerade nebenbei eine Ausbildung zur Landwirtin. Es sieht besser aus als beim letzten Ernteversuch im August. Aber es sind nur halb so viele und viel mehr ungleiche Linsen als im Jahr zuvor. Oh weh. Ich denke, wenn wir letztes Jahr so ein Wetter gehabt hätten wie heuer, hätten wir es nicht mehr gemacht. Dann hätten wir es gehen gelassen. Letztes Jahr haben wir einen guten, ersten Starterfolg gehabt, kann man sagen. Also hat es Spaß gemacht, aber heuer. Trotzdem, aufgeben gibt's nicht.
Familie Krämer will weiter auf Linsen setzen, auch wenn sie optisch nicht so schön glatt und gleichmäßig sind, wie sie eigentlich sein sollten. Aus der letztjährigen Ernte konnten sie helle, größere Tellerlinsen ebenso gut verkaufen wie dunkelgrüne Sorten. Für 8 Euro je Kilo. Bayerische Linsen sind eben eine Rarität, kein Billigprodukt. Aber dafür praktischer in der Küche. Ich denke, dass es einfach mal was Neues ist hier in der Region, dass man einfach die Linsen auch von hier hat und nicht nur aus Israel oder aus der Türkei. Und die haben eine wesentlich andere Kochzeit, also deutlich kürzer als die, was man sonst kennt. Von wegen der Einweichen und dann immer noch eine Dreiviertelstunde, Stunde kochen. Also nach 10 Minuten sind die grünen Linsen eigentlich durch. Da hat man schon einen Vorteil davon. Linsen passen in die eigentlich regenarme Region am Obermain und zur Klimaerwärmung, sagen die Krämers. Sie wollen deshalb im nächsten Frühjahr wieder Linsen säen. Unseren Channel könnt ihr auch abonnieren, aber schaut vor allem in die BR Mediathek. Da bekommt ihr noch mehr Videos und Sendungen von unser Land und einiges mehr.